Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wir haben abgegeben beim Händler und ich hatte ja gesagt in der letzten Folge, wir wollen eine Quest haben beim Händler. Hast du eine Aufgabe? Okay, nur Nacht, abholen und säubern. Im Osten. Ah, guck mal, der hat gleich Stufe 2. Aha. Abholen. Ja gut, wir können jetzt mit Stufe 2 ein... Wir können jetzt mit Stufe... Das wäre jetzt hier in der Nähe. Habt ihr schon mal alte Quests gemacht? Weil das wäre jetzt hier in der Nähe. Das wären jetzt 170 Meter, ja. Abholen und säubern. 390 Meter. If you want work from me, you'll do die Zeigler-Resistenz. Die Resistance. It's a deal. So, also die Ziegler. Ne, die Zeigler. Habe ich ja schon gesagt. Ja, so eine Einser-Quest wäre auch nicht schlecht. Ja, die sind ja viel zu einfach. Ich weiß, die ist zu einfach. Die Na komm. Die ist zu einfach, ich weiß. Da vorne war noch der rote Briefkasten, da wollten wir schon mal reinschauen, ob wir da noch was gefunden haben. Da haben wir noch ein Auto, da liegt noch was, guck mal hier. Ich habe das Gefühl, das rote war ein Feuerlöscher, so ein Hydrant. Den haben wir schon. Ich sollte vielleicht ausladen, bevor wir weitermachen. Ja, ich denke, ich lade aus, bevor wir weitermachen. Der Herr? Guten Tag, der Herr? Na, kann man gleich lesen. Hüftfeuer. Genaueres Zielen aus der Hüfte. Nehme ich gerne. Das funktioniert zwar nicht beim... Ah, bestimmt wäre das die 1er Quest gewesen. Ja, ich hätte eigentlich Lust auf Quests zu machen, muss ich dann doch ehrlich gestehen. Ja, es ist nicht immer dann lukrativ. Aber du kriegst halt die Punkte, ja. Ja, es wird dann bei Level 1 auch nicht herausfordernd sein, aber du kriegst halt die Punkte. Oh. Halt, Einkaufswagen kann man nicht stehen lassen hier. Siehst du, ein Wasser. Ein Wasser. Hier ist noch ein Auto. Gucken wir mal. Nehmen wir auch mit. Wie gesagt, ich lade das schnell aus und dann... ach, guck mal hier, Hefte. Ui. Bessere Fallen. Sammelwerkzeuge. Schraubenschlüssel der Qualität 2. Ui, das ist cool. Nehmen wir mit. Das heißt, ich kann schon zwei herstellen. Der letzte Level 2 ist herstellen. Ja, das ist alles Einser. Ich glaube, wir machen ein paar Einser-Missionen. Einfach damit wir die Sachen hier auch mal sauber gelootet haben. So, ich möchte aber definitiv erstmal ganz kurz bei mir zu Hause vorbei. Halt. Den da noch? Ja, ich weiß. Ich lass mich wieder ablenken. Ah, der war schon leer. Ich möchte aber, wie gesagt, zu Hause ist jetzt dort ein zweiter. Ja, weil dann habe ich nämlich die Taschen leer und dann macht es auch mehr Spaß. Ja, ich bleibe jetzt nicht stehen. Ich würde jetzt stehen bleiben für, gucken wir mal, noch eins weiter. Für irgendwelche Briefkästen oder so würde ich jetzt stehen bleiben, aber solange wir dies nicht haben, dann hat es keinen Sinn, hier in der Straße abbiegen. So, ich bin wieder zu Hause.
Gut. So, kurz ausladen. Du hast nicht genug Ausdauer. Ja, ich weiß. Zumachen. Wir wollen erstmal den Spaß hier reinmachen. Ich würde sagen, wir lassen von jedem eins. Sortieren wir durch. Wieder ein Heftchen, was ich verkaufen kann. Zack. 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 So, der Reifen kann hier rein. So, das ist Moon, Munition, Holz und Steine. Klebeband habe ich, das ist das, was hier reinkommt. Ölschiefer, keine Ahnung, Ölschiefer würde ich hier reinmachen. Das Klebeband mache ich hier rein. Die Sachen nehme ich mit. So, das kann man verkaufen. Das Wasser kochen wir ab. Wir können bestimmt was essen, ja. Nehmen wir hier mal rüber. Wasser. Drei Stück. Dafür brauche ich 2 Minuten 30. Passt genau. Los geht's, kochen. So, dann essen wir hier mal. 10, 20. Einmal von dem hier. Einmal von dem hier. So, und der Rest kommt hier rein. Wie gesagt, das nehmen wir mit. Ein Wasser würde ich trinken. Habe ich hier noch Wasser drin? Nein, habe ich noch nicht drin. Zwei Minuten 30. Ja gut, okay, kann man. Okay, denke ich, okay. Sollte reichen für jetzt erstmal. Was denkt ihr? Ja, der wird wahrscheinlich komplett brauchen. Ja, ein Wasser nehmen wir mit. Siehst du, dann haben wir eins wieder da. Dann geht's runter. Hep. Hep. Halt, falsche Richtung. Da geht's raus. Da geht's lang. Hier ist unsere Mission. Und da ist unser Fahrrad. Einmal drauf sitzen. Los geht's. Ja, ich denke, ich offscreen werde ich definitiv mal die Einser-Mission machen. Beziehungsweise, nein, der könnte dranbleiben. Also, ich muss jetzt nicht alles offscreen machen. Ich denke auch so eine Einser-Mission mitmachen, obwohl ich ein Level höher bin. Ist okay. Ist es, glaube ich, nicht so tragisch. Aber wir kriegen die Punkte. Dann passt das, denke ich. Nehmen wir mit. Na, Quatsch. Nein. Okay. Hopfen. Nehmen wir mit. Da ist die Residenz. Die Residenz. Haben wir hier noch irgendwelche Briefkästen oder irgendwas? Lass mich mal gucken. Guck mal. Der wäre uns bestimmt in den Rücken gefallen, der Kerl hier. Der wäre uns bestimmt in den Rücken gefallen. Sieht doch schon so aus, dass er uns in den Rücken fällt. Hey, wo ist mein Pfeil? So, da ist ein Briefkasten. Ja, den haben wir schon. Och, echt jetzt? Auto haben wir schon? Ich stehe. Der sieht so groß aus, habe ich das Gefühl. Als wäre ich so klein. Okay, sieht interessant aus. Der ist unberührt. Papier. Entschuldigung, Papier brauche ich aktuell keins.
Oh. Ich bin schon voll, bevor wir reingehen, ja? Gottes Willen. So. Nehmen wir an. Ich hab Dietriche! Leute, ich hab Dietriche! Wie geil ist das denn? Ich hab Dietriche. So. Hallo? 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 Oh, Schaufel 4. Oh, sehr schön. So, die können wir gleich reparieren. Dann tauschen wir die aus gegen die. Und die hier tun wir gleich zerlegen. Ich bin schon wieder voll. Hey, Leute, es ist doch nicht euer Ernst. Hm, ich könnte vielleicht ein paar Sachen auslagern. Wo ist mein Fahrrad? Das habe ich hier hin. Ja, pass auf, das schmeißen wir mal hier hin. Das Fahrrad. So, was... Das würde ich da lassen. Das würde ich da lassen. Das Heft würde ich da lassen, weil das deckt wahrscheinlich nicht. Das Öl würde ich da lassen. Das würde ich da lassen. Die Pilze. Das, das, das. Den Hopfen würde ich da lassen. Okay, gut. Ich denke, das ist okay. War da nicht so, dass der Boden hier unten einbricht? Ja, ein paar Sachen kenne ich schon. Ja. Die Community ist halt schon klein. Aber gut gemacht. Ich brauche Holz. Und wenn ich fliehen muss, komme ich da besser raus. Gut. Wusste ich schon. Entschuldigung, wusste ich schon. Ja. Das, was ich also wirklich gelernt habe bei Seven Days to Die, ist wirklich, lass dir Zeit, ja. Hetz nicht, lass dir Zeit, denn wenn du wirklich durch die Gänge huschst und versuchst, so einen Speedrun zu machen, das geht schief. Es geht definitiv schief, deswegen, wie gesagt, das habe ich gelernt, lass dir Zeit. Oh, Schmutzwasser, sehr schön. Oh, was zu essen. Knochen, also Knochen habe ich, glaube ich, jetzt mittlerweile genug. Ja? Hallo? Jemand zu Hause? Jemand zu Hause? Upsa. Okay. Mach langsam. Okay. So, sehr schön. Hallo? Da war, wo wir reingekommen wären hier normalerweise. Da habe ich jetzt aufgemacht. Den Blast, das Blaster nehme ich jetzt nicht mit, oder? Obwohl. Ich hab dich noch gehört. Ich hab dich noch gerade so gehört. Sneaky Pete. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. Oh. Du machst Sachen. Aber ich hab dich noch gerade so aus dem Augenwinkel gehört. Aus dem Augenwinkel gehört. So, zerlegen. Das ist Holz. Und Fleisch, das können wir gleich essen. Das andere nicht. Das hier würden wir essen. Dann haben wir da auch ein bisschen was. So. Hallo? Das hört sich nach zwei an, oder? Ne, erstmal einer. Okay. Ich bin froh, dass ich die Fackel habe, also die Feuermod, die Fackelmod habe. Für den Schläger, ansonsten wäre das echt übel. Ich kann mich noch daran erinnern, wo...
bei dem ich das nicht hatte. Und es war alles so extrem dunkel. Was haben wir hier? Ach, kann man verkaufen, würde ich sagen. Nehmen wir mit. Da ist noch was. Nehmen wir auch mit. Okay. Ich hab dich gesehen. Die Dame. So. Nadel und Faden, sehr schön. Bisschen Schmutzwasser. So, wir sind jetzt hier in der Küche, wo von der anderen Seite abgesperrt war. Etwas zu lesen. Einmal essen. Wie viel fehlt mir denn? Sag mal her. Sehe ich das, was mir fehlt an Essen? Ich glaube, das ist außen. Hm? Nahrung 15. Nimm mit. Komm, nimm mit. Kartoffel. Bisschen Metall. Bisschen Ekelfleisch. Weizenmehl. Kaffee. Gammelfleisch. Haben wir. Leerer Unterschrank, haben wir alles. Okay, das sieht so gut aus. So, jetzt muss ich hoch. So. Da unten drunter ist was. Daher. Von wo kommen die? Ah, da oben. Echt jetzt? Du hattest Pfeile von mir. Gib die wieder her. Zombie, du hast die Pfeile gestohlen. Gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Sonst wird dich der Mikey holen mit dem Schießgewehr. Knochen. Schuhe. Oh, nimm mal mit. Du bist überladen. Mit drei sogar. Ihr seht, die Pflänzlein nehme ich aktuell noch mit. Ja, ich weiß noch nicht, wie viel ich davon habe. Wo sind die? Oben oder unten? Nee, da ist er. So. So, Papier kann weg. Da ist eine Pflanze, die nehmen wir mit. Papier kann weg. So, was haben wir denn? Das können wir reparieren. 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 Die können wir essen. Brauche ich eigentlich gar nicht aktuell essen, ja? Oh, ich habe Bier. Raufschaden. Ausdauerwiederherstellung. Oh, ein Bier. Ja, komm, föhn rein. Ich habe keine Ahnung, was Bier macht, aber wir föhnen sie mal in den Kopf hier. sehr schön. Komm, lass mich mal da. Ja, Katzenfutter brauche ich noch nicht. Ich habe noch genug Essen. Och, ich bin ein... Oh. Warum sehe ich doppelt? Echt jetzt? Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf den Schlag aus.
Blaster nehmen wir mit, haben wir gesagt. Stoff. So, da ist was drin. Da ist denn die Loot, die wir mitnehmen. Sehr schön. Und ich muss da hoch. Ich sehe schon, ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Und ich bin total volltrunken. Hallo? Ich bin zu Hause. Warum habe ich das Gefühl, dass gleich da hinten irgendwas... Da, guck mal, wer kommt da? Hallo, der Herr. Das ist noch nicht der Endloot. Da geht's runter. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Was habe ich an Munition dabei? Okay. Lehm? Knochen? Hier? Okay. Gut. Oh, danke. Läuft da noch jemand? Jetzt haben wir schon zwei Waffentresore gefunden. Die wir nicht nehmen konnten. Weil wir keine. Also, wir haben jetzt gerade mal einen Dietrich bekommen, aber den will ich definitiv aufbewahren für unsere Schatzsuche. Mit der Hoffnung, dass wir es beim ersten Mal aufbekommen. So, wir sind am Endloot. Ja, sehr schön. Klingenmodifikationsmod zum Lesen. Munition nehmen wir mit. Den nehmen wir mit, können wir auseinanderbauen. Den da, gucken wir mal rein. Einmal Rückstoß. Ich sag meinen Soldaten immer, nur ja nicht zusammenzucken. Okay, das ist wohl wahr. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Das können wir aufklopfen. Durchsuchen. Ah, Werkbank, Arbeitsstation. Ja, noch vier, dann können wir selber Dietriche herstellen. Gut, wie gesagt, den kann ich nicht aufmachen, das haben wir geleert. Ja, weil ich habe, wie gesagt, wie viele Dietriche habe ich? Ah, die habe ich im Fahrrad gelassen übrigens. Okay, dann kann man die reparieren. Was brauche ich da? Rohre. Habe ich die im Fahrrad? Rohre. Nee, ne? Würde ich sagen, kann man die reparieren, bevor wir sie hergeben. So, hier geht's wieder raus. Einmal die Pflanze. Oh, war okay. Ich bin wieder am Licht. Unberührt. Was drin? Ah, bessere Speere. Ja, ich glaube, ich habe noch nicht mit Speeren gearbeitet.
Ich bin total überladen. So, daher, komm. Ich mache jetzt erst weg, bevor ich das Auto loote. Na, da haben wir Rohre. Warte mal, ich würde dir als erstes mal die... Metallstachelmod. Geh mal her. Wir tauschen mal. Ich pack dir mal zwei Sachen rein. Und würde jetzt an der Stelle, nämlich... Wo ist die Pistole? Die hier würde ich reparieren. Wisst ihr mal? Dann kann ich die verkaufen. Die Schuhe kann ich verkaufen. So, naja, machen wir das so. 1, 2, 3. Das sind die Sachen, die ich verkaufen kann. Das kommt weg. Das wird verkauft hier. Dann haben wir die schönen Sachen, die verkauft werden können. Elektrika Salsa. Na komm, das Wasser trinken wir. Dann packe ich da jetzt einfach das hier rein. Dann kann ich das hier wieder mitnehmen. Halt, war falsch. Ist da noch was drin? Der ist leer. Gut, ich laufe zurück zum Fahrrad. Oder wir laufen zurück zum Fahrrad. Das ist gerade ums Eck. Die zwei Minuten können wir noch dranbleiben. Und dann fahren wir zum Händler. Händler Joel. Nee, Händler, wie heißt der? Wo müssen wir hin? Da unten müssen wir hin. Ja, ja, Love Forest. Love Forest! Warte mal, können wir laden vielleicht aus, ha? Was denkt ihr? Schnell. Opa, ouch, ouch, ouch. Ja, komm, lass uns schnell ausladen. Komm. Lass uns schnell ausladen. Das ist alles hier in der Nähe. Das ist jetzt nicht kilometerweit weg. Komme ich da durch? Ja, komme ich durch. Mal, dann haben wir leere Taschen. Dann nehmen wir nur noch das mit, was wir wirklich verkaufen wollen. Und dann ist es auch eine saubere Sache. Und beim nächsten Mal würde ich fast sagen, wir machen nur Einser-Mission. Das heißt, ja, bei der nächsten Folge sind wir einfach so ganz kackendreist. Sag mal her, was habe ich denn hier? Das wollte ich verkaufen. Ja, da gehe ich gleich nochmal hin. Genau, das können wir machen. Also die Sachen, die ich verkaufen will, die tausche ich jetzt aus. Der Dietrich, der bleibt im Fahrrad. Da ist nichts, was decken kann. Ist okay. Das ist okay, dann kann ich das erstmal ausladen. Komm, dann lassen wir das mal drin. Steine brauche ich ein kleines bisschen. Hep. Also, einmal, halt, ich weiß, dass die hier wieder da bleiben. So, die nehmen wir mit. Essen, trinken bin ich gut. So, da haben wir irgendwas hier? Nee, hier haben wir irgendwas, da haben wir bestimmt relativ viel. Noch irgendwas, das Nähzeug kann hier rein, die Kartoffel kommt auf die andere Seite. Komm her, die Kartoffel machen wir gleich hier rein. Die kommt hier hin, die Kartoffel. Zerbrochenes Glas kann hier oben rein. Die Mod kommt hier nicht rein. Munition kommt rüber. Das ist das hier. Das sind Robotikteile. Komm, hier machen wir die Mod rein.
Hier sind Waffenteile. Das. Die Waffenmod kommt. Ne, die Mod kommt hier oben rein. Komm. Mods kommen hier rein. Hier kommt auch Öl rein. Das Wasser kochen wir ab, haben wir gesagt. Katzenfutter kommt hier rein. Wasser kochen wir ab. Ah, guck mal. Ah, fehlt mir Holz. Echt jetzt. 3 Stück. 2,30 brauche ich. Na, hat eben nicht gereicht. Dann machen wir das so. Kochen. So, da haben wir 2 Wasser. So, die Pflanzen, haben wir gesagt, stellen wir auf. Ich weiß nicht, wo ich das alles hinstellen soll. So, naja. So. Gut, Pflanzen haben wir aufgestellt. Sehr schön. Wasser kommt wieder hier rein. Dann haben wir hier ein kleines bisschen Materialien. Den hier haben wir gesagt, reparieren wir. Den reparieren wir. Die anderen Sachen, ah, das haben wir noch. Guck mal, ein Ding haben wir noch hier. Einmal Materialien. Hier, den hier. Perfekt, gut. Dann auf zum Bettmobil. Und zum Händler. Nehme ich gleich die Sachen raus. Das wird verkauft, das wird verkauft, das. Ich nehme alles mit, komm. Ich nehme alles mit. Und sortiere mich jetzt schnell um. Das wird verkauft, das und das. Und dann haben wir ein bisschen leer. So, auf zum Händler. Gut, kriegen wir hin. Und dann wären wir auch schon wieder am Ende einer Folge, wenn wir die Sachen abgegeben haben. War wieder eine schöne Folge. Fand ich jetzt relativ kurzweilig. Hat sich gelohnt. Wir haben eine Mission gemacht. Wie gesagt, nächste Folge würde ich fast... ja, ich muss mal überlegen, wie ich es mache. Vielleicht, ich werde offscreen wahrscheinlich einen Tag verbrauchen, um den kompletten Umzug fertigzustellen. Ich möchte auch bei Joel mal nordöstlich schauen, hatte ich schon erwähnt. Um einfach sicherzustellen, dass wir vielleicht die Lootbox noch haben, diesen Airdrop. Wenn wir den nicht haben sollten, dann ist es leider so. Wenn wir ihn haben sollten, mache ich einen kurzen Schnitt, beziehungsweise hole euch dann einfach dazu. Zeige euch, dass ich den geholt habe, dass er dabei war, dass wir den zusammengeholt haben. Und ja, wie gesagt, das werde ich erstmal alles offscreen machen. Und in dem Moment, wenn wir... wieder ganz regulär ins Leben starten, dann würde ich auch dazu tendieren, einfach mal die Einser-Mission zu machen, um ein paar Sachen zu looten, so diese, die wir jetzt eben nicht haben, ja. So. Come, congratulations. Dankeschön. Reward, sucker. Sehr schön. Gegenstände. Grundausbildung zum Feuerwehrmann. Was ist das denn? Geschwindigkeit, Kampf gegen Feuer, 10 Sekunden. Erhöhe mit dieser Methode deine Angriffsgeschwindigkeit mit Echsen um 5%. Ah ja. Okay. Stahl, das ist auch nicht schlecht, aber ich bin hier erstmal... Komm, den nehmen wir. Abschließen. Dann möchte ich gerne ein Inventar sehen. Ich möchte gerne verkaufen. Die Schuhe. Ich möchte gerne verkaufen die Stiefel, wobei die gut sind, ja. Besser als das, was ich habe. Das kann weg. Das kann weg. Und das kann weg. Gut, ich denke, das wird es gewesen sein. Door hit you on your way out. Jawohl, wir gucken noch gemeinsam rein. Wir haben Medical 2-mal, wir haben Sammelwerkzeuge 2-mal und wir haben Erntewerkzeuge 2-mal. Steinwerkzeug der Qualität 3 freigeschaltet. Ja, habe ich schon. Ist mir zugefallen. Ich habe sogar 4 schon. Ist mir alles zugefallen. Gut. Dietrich hast du nicht. Es gab keine andere Loot. Sehr schön. Gut, mit diesen Impressionen würde ich in die nächste Folge springen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich fahre zurück in mein Quartier, lade nochmal alles aus und das, was ich schon gesagt habe, es wird eine... Ich werde wahrscheinlich jetzt den Rest vom Tag und den nächsten Tag wahrscheinlich verbrauchen, um im Endeffekt meine Sachen zu holen, die ich letztes Mal hatte. Ui, da ist ein See.
Also, dass der Umzug komplett abgeschlossen ist, denn ich habe ganz viel Materialien auf der anderen Seite liegen. Wie gesagt, ich schaue, ob ich die Möglichkeit habe, dass ich diesen Airdrop finde. Das werde ich alles, wie gesagt, offline machen oder offscreen machen. In dem Moment, wenn ich den Airdrop gefunden habe, hole ich euch natürlich dazu. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr dieser Blick. In diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Und hab mich gefreut. Das ist nicht meins, oder? Nee, das ist nicht meins. Hund! What the f... Und ich muss noch absteigen. Ich Held. Ja? Schiene. Kann ich eine Schiene bauen? Oh Mann, echt jetzt? Schiene. Ich habe ein gebrochenes Bein. Ich kann keine Schiene bauen, oder was? Schiene? Ah, vielleicht heißt sie Beinschiene. Bein? Knochen? Knochenmesser? Warum musste ich denn auch absteigen? Ja, warum musste ich absteigen? Meine Nase, warum musste ich denn auch absteigen? Ja, so ein... Und ich war fast zu Hause, ja? Ich hätte fast alles geschafft. Ich war mich schon verabschiedet. Es lief halt alles zu reibungslos, ja? Es lief alles zu reibungslos. Ui. Das Fahrrad mache ich auch bald kaputt, wenn es so weitergeht. Autsch. Ja, siehst du, habe ich nicht gesagt, ich mache das Fahrrad bald kaputt? Oh Mann. Das können wir auch gleich reparieren. Das Bein ist eh schon gebrochen. Hab dich nicht so. Gut. Ich werde jetzt meine Wunden lecken. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Und nochmal diesen kleinen Action-Part gesehen habt. Für mich war es jetzt eben aufregend. Ja, ich hätte eigentlich wissen sollen, dass ich das nicht mache. Ich habe gedacht, mit dem Knüppel schlage ich ihn zurück und dann ziehe ich die Pistole. Aber es kam anders, als man gedacht hätte. Ja, gut. Wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Bis demnächst. Tschüss.